Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass der WDR uns eingeladen hat und dass Sie uns auch die Gelegenheit gegeben haben, uns zu bedanken. Denn mit Hilfe des WDR, mit der Unterstützung des WDR haben wir ja dieses Spendenkonto und das Netzwerk des WDR und überhaupt des gesamten deutschen Auslandsschulwesens hat unsere Schule getragen. Das muss man ganz offen sagen. Nicht alleine mit Geld, sondern auch mit diesen Grußworten, mit diesen Kontakten, mit dieser Solidarität einfach. Unsere Familien versorgt, unseren Kindern morgens gegrüßt. Also mehr als Danke kann man gar nicht sagen. Also sie sind sehr verstreut alle. Ja. Wir haben natürlich noch eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern, die in Kiew sind. Natürlich sind viele auch in die Westukraine geflüchtet. Da sind erste Tendenzen, dass die bereits wieder zurückkommen nach Kiew, vereinzelt. Und ansonsten sind sie im europäischen Ausland, kann man sagen. Wir haben Neuanmeldungen aus Kiew von ukrainischen Familien, die sich jetzt bei uns anmelden. Ja? Weil, das sage ich nicht ohne Stolz, das ist Verdienst meiner Kolleginnen und Kollegen, es hat nicht einen Tag gegeben, wo wir nicht online unterrichtet haben. Ja? Selbst aus Bunkern heraus haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt. Und wir waren im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmungen, pädagogischen Schulen, Unternehmungen, Schulen, ausländischen Schulen oder Privatschulen in Kiew, waren wir die Einzigen, die das geschafft haben. Da sind wir stolz drauf. Und das spricht sich wohl herum. Ja, wir werden starten. Wir sind noch ganz viele Unwägbarkeiten, Familien, wer kommt zurück, ja, wie will Lehrer eingesetzt werden, was haben wir für Finanzmittel, wir leben vom Schulgeld, was können wir uns eigentlich leisten. Aber ich darf hier, wie ich heute schon gesagt habe, mit Frau Kowalczuk, wir werden starten, auf jeden Fall.